let your blessings fall, Lord, have mercy on the glory to you shall be. In your spirit we share community. In your presence we want to be. Let your blessings fall, Lord, have mercy on the glory to you shall be. In your spirit we share community. In your presence we want to be. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So heißt es, wenn man sich bekreuzigt, wenn ein Kind getauft wird, wenn ein Gebet abgeschlossen wird, wenn ein Segen gegeben wird, wenn ein Gottesdienst beginnt. Gottesdienst feiern im Namen Jesu, was könnte das heißen? Oder anders gefragt, an was denken wir, wenn wir an Jesus denken und uns vergegenwärtigen, was er gelehrt und gelebt hat. Palästina zur Zeitenwende. Ein kleines Kind wird von einer Frau zur Welt gebracht, der es zunächst unbegreiflich ist, dass Gott mit ihr den Anfang machen wollte. Mit ihr, die nichts auszeichnete, die durch nichts sich hervorhob. Eine ganz normale Frau also, jung und wie viele zur damaligen Zeit arm. Von der Kindheit Jesu wissen wir so gut wie nichts, von dem erwachsenen Mann allerdings dafür umso mehr. Als Wanderprediger macht er von sich reden. Er glaubt nicht mehr daran, dass die Gemeinschaft der Menschen mit Gott, dass der Bund, den Gott mit Moses damals am Berg Sinai geschlossen hatte, noch Bestand habe. Der Prophet Jeremia ist ihm näher als Moses. Jeremia, der von einem neuen Bund schrieb, den Gott schließen würde. Zerbrochen seien die Tafeln des Gesetzes, geschrieben auf Stein, aber Gott werde ein zweites Mal sein Wort schreiben, nun aber in die Herzen der Menschen. Daran glaubte Jesus. Alles müsste noch einmal neu beginnen, nur ganz anders, damit die Freiheit der Menschen wirklich werde. Man solle aufhören, von Gott zu reden, nur wie es geschrieben steht, äußerlich, auf Tafeln oder Pergament, auswendig zu lernen
und herunter zu zitieren, die Menschen fein einteilend in die Verlorenen, in die Guten, in die Bösen, in die Dazugehörigen, die Fertigen und die Fertigzumachenden. Es gelte, dass Gott fühlbar in den Herzen der Menschen einen Platz finde. Nicht als Terrorgott, der die Menschen mit Blitz und Donner beeindruckt, sondern im Unscheinbarsten am mächtigsten, im Fühlbarsten am stärksten. Jesus spricht von einem menschenfreundlichen, barmherzigen Gott, lehrt auf diese Weise die Umwertung alter Werte und verkündet das nahe Gottesreich. Er wendet sich den Menschen in Liebe zu, unabhängig von dem, was sie sind und leisten. In seiner Nähe gehen in sich gekrümmte Menschen wieder aufrecht, trauen sich Mutlose wieder etwas zu, keimt Hoffnung auf, wo alles verloren schien. Er wird zornig da, wo die Gerechtigkeit und die Würde der Menschen mit Füßen getreten werden. Ja, an ihm wird deutlich, was es heißt, im Vertrauen auf Gott wirklich als Mensch zu leben. Einige Zeitgenossen lassen alles stehen und liegen und folgen ihm. Vielleicht ist er es ja, auf den sie seit langem warten, der Messias, der Gesalbte des Herrn, der das geknechtete Israel wieder aufrichten werde. Immer mehr Menschen schließen sich seiner Vision des Reiches Gottes in Frieden und Gerechtigkeit an. Die Jerusalemer Führungsschicht bekommt es angesichts dessen mit der Angst zu tun. Alles, was sie für richtig und gut erachteten, scheint in Gefahr. Ihr Glaube, ihre Moral und Gesetze, das, was ihrem Leben Halt gab, ja, auch ihre Macht, auch die. Für sie ist Jesus ein Aufrührer und Gotteslästerer. In einem Schauprozess fordert diese Elite seine Verurteilung. Die römische Besatzungsmacht lässt ihn kreuzigen, aber das Ende ist erst der Anfang. Die Menschen, die ihm folgen, glauben an seine Auferstehung, denn sie macht darin gewiss, dass da ein Leben ist, das man nicht vernichten kann. Die Mächtigen der Welt mögen den Tod verwalten, das Leben wird ihnen niemals gehören. Sie können die Menschen aus Angst in Ketten legen, auf die Freiheit aber haben sie keinerlei Zugriff. Das, was Jesus gelebt und verkündet hat, ist nicht mit ihm gestorben, sondern lebt weiter in denen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen. In enger Gemeinschaft bleiben die Freundinnen und Freunde Jesu zusammen, essen gemeinsam und sie feiern Gottesdienst, an dessen Ende immer das Abendmahl steht, zur Erinnerung an Jesus von Nazareth und Vergegenwärtigung dessen, was er gelehrt und gelebt hat. Bis heute soll dies so sein. Bis heute ist der Gottesdienst ein Ort, wo diese Gemeinschaft gelebt und erfahren werden kann. In dem Song von Peter Hamburger, den wir eingangs gehört haben, findet er als Wunsch, auf diese Weise in der Gemeinschaft Jesu zu leben und zu bleiben, seinen Ausdruck. Auch online. Es gilt, dass Menschen, wenn sie im Namen Gottes zusammenkommen, spüren, ja, ich bin angenommen, bedingungslos, voraussetzungslos, gleich was ich getan oder unterlassen habe. Ja, ich gehöre dazu, auch wenn ich nicht versöhnt mit mir und meinen Mitmenschen bin. Ja, ich darf dabei sein, auch wenn ich nicht voller Hoffnung und Zuversicht, sondern eher ängstlich, traurig, zweifelnd und verzweifelt bin. Ich bin eingeladen, so wie ich bin und geworden bin. Ich muss Gott nichts mitbringen und keinem Ideal entsprechen, um sein Gast zu sein. Ich finde, es ist, als würde das Reich Gottes gleichsam vorweggenommen, in einer Gemeinschaft von Menschen, die zeigt, dass die Liebe Gottes mächtiger ist als alle Angst und größer als alle Macht.